Marian Dorn ist gelernter Käser. Einmal in der Woche schnallt er sich 30 Kilo Bergkäse auf den Rücken. Im alten Kupferbergwerk in Fischbach lagert er einen Teil des Demeter-Käses von seinem nahegelegenen Schwalbenhof. Der Landwirt hat das Käsemachen in der Schweiz gelernt, wo Höhlenkäse keine Seltenheit ist und wo man den besonderen Geschmack des Höhlenkäses schätzt. Deshalb nimmt er gerne einige Strapazen auf sich. Ja, klar, von nichts kommt nichts. Und der Käse, der hat einfach einen hervorragenden Geschmack. Und ich bringe den extra in eine Stelle hier in der Höhle, wo viele Kupferionen und auch Schwefel vorkommen sind. Und das macht einfach einen ganz einmaligen Geschmack. Werdet ihr gleich sehen. Bergkäse zu Höhlenkäse reifen lassen. Die Idee dazu hatte Marian Dorn vor 5 Jahren gehabt. Wir haben dann 3 Leiber hier reingelegt und die dann zeitverzögert angeschnitten und festgestellt, wirklich nach 6 Monaten fängt in dem Käse ein ganz fantastischer Geschmack an. Marian Dorns Praktikant Robin ist schon dabei, die Käse zum Schmieren vorzubereiten. Einmal in der Woche wird der Hartkäse gedreht und mit Salz und Wasser abgerieben. Dabei verteilt sich auch die Rotschmiere, die eine natürliche Käserinde bildet. Nach 6 Monaten bekommt er wirklich eine kupferfarbene Rinde. Das ist tatsächlich die Kupferionen hier aus der Höhle, die bringen wirklich ihren Teil in die Reifung auf dem Käse. Und das schmeckt man auch. Ab und zu macht der Käsemacher auch die Probe aufs Exempel und sticht seinen alten Steiger an, um zu sehen, ob der Käse in Ordnung und schon ausgereift ist. Und es riecht nach einem, Entschuldigung für die Veganer, aber nach einem leckeren Gänsebraten. Die Käseprobe steckt Marian Dorn einfach wieder in den Käse zurück. Die Methode, Käse in Höhlen einzulagern, ist sehr alt. Vermutlich schon tausende von Jahren, als die Menschen das Käsen erfanden und kühle Lagermöglichkeiten suchten. Für Marian Dorn ist der Höhlenkäse mehr als nur eine weitere Käsesorte. Ja, es ist so einfach was Besonderes hier auch für die Region. Wo gibt es denn hier in Rheinland-Pfalz noch Stollenkäse oder überhaupt Stollenkäse? Ich glaube, das ist was Einmaliges. Es kommt überall was bei rum. Für mich, fürs Kupferbergwerk und die Menschen hier freuen sich auch. In und manchmal auch vor dem Bergwerk kann man den alten Steiger probieren. Heute ist eine Gruppe von Radfahrern neugierig auf den Hunsrücker Höhlenkäse. Also dieser Käse, der ist jetzt knapp 6 Monate gereift. Ich verkaufe ihn am liebsten wirklich mit über 6 Monaten. Junger Käse schmeckt nicht, ein alter Käse schmeckt. Und das ist wie beim Wein. Man lässt ihn liegen, der Wein muss arbeiten, der Wein reift und beim Käse ist es genauso. Der Preis für den Demeter-Höhlenkäse liegt bei 40 Euro für das Kilo. Und wie ist der Geschmack? Ich kannte ihn offen gestanden nicht. Finde ihn sehr gut. Und der Reifeprozess, das ist eine ganz interessante Geschichte. Ist mir sogar lieb, ja, wenn er kräftig ist. Ja. Weil er hat eine gewisse Würze. Ja. Der Käse ist wunderbar. Ich liebe kräftigen Käse. Ja. Und war auch interessant mit der Herstellung. Der alte Steiger, ein besonderer Genuss. Zu kaufen gibt es ihn am Eingang des Bergwerks und im Hofladen von Marian Dorns Schwalbenhof.